Ja, hallo zusammen, willkommen zu meinem neuesten Video. Heute habe ich mal was Besonderes für euch, und zwar geht es um dieses schöne Teil hier. Das ist ein Mauswiggler, und wofür der ist und was der kann, das zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. So, dieser Mauswiggler, der hat eine besondere Funktion. Ich zeige euch die mal. Ich stecke den gerade mal hier in den Computer. Kleinen Moment. So, und wie ihr hört, wird dort ein neues Gerät erkannt. Und das macht Folgendes. Passt auf. Jetzt beobachtet mal den Mauszeiger. Und jetzt guckt mal, was da genau passiert. Ich bewege die Maus selber nicht, sondern das macht im Grunde genommen der Mauswiggler. Und ich zeige euch das mal an der anderen Seite. Warte. Hier seht ihr die Funktion auf meiner Kanalseite. Und zwar macht der Jiggler zusätzlich zu dem Viereck, was er hier nachbildet, scrollt er auch nach rauf und runter. Also macht er oder ahmt er im Grunde genommen mehrere Funktionen bzw. Bewegungen nach. Jetzt stellt man sich die Frage, warum macht er das eigentlich? Wofür? Was macht das für einen Sinn? Warum gibt es so einen Maus-Jiggler? Weil Jiggler ist letztendlich nichts anderes als Mixer. Wofür? Was hat das Ganze für einen Sinn? Das möchte ich euch kurz erklären. Und zwar hat das den einfachen Hintergrund, weil ich muss den mal rausmachen, er irritiert mich so ein bisschen, dass Leute, die zum Beispiel im Homeoffice arbeiten, also von zu Hause, dadurch eine stetige Anwesenheit auf ihrem Arbeitsplatz simulieren können, weil der Jiggler immer die Maus bewegt und dadurch, meinetwegen per Skype, niemals eine Abwesenheit aktiviert wird. Der weitere Grund oder die weitere Möglichkeit dieser Verwendung, das ist, dass Polizeibehörden den gerne nutzen oder auch das FBI. Denn wir haben folgende Situation. Viele ich sag mal, Leute mittlerweile sind ja sehr sicherheitsbewusst geworden, vielleicht auch dank meiner Videos, und verschlüsseln ihre Daten. Also auch eine Festplatte. Eine Festplatte kann man sehr komfortabel verschlüsseln mittlerweile. Und in dem Moment, wo ich den Rechner ausmache oder runterfahre, in dem Moment sind die Daten verschlüsselt und dann hat auch das FBI oder die Polizeibehörden es sehr schwer, diese zu entschlüsseln. Je nachdem, welche Passwortform da genutzt wird, ist das nicht möglich. Oder der NASA oder NSA-Computer braucht für diese Entschlüsselung Tage oder Wochen oder Monate. Und je nach Delikt ist das natürlich viel zu aufwendig. Dann kommt noch dazu, dass nach deutscher Rechtsprechung Daten auf dem Computer nicht verändert werden dürfen. Also der Beamte, der Ermittlungsbeamte darf nicht in der Lage sein oder gewesen sein, Daten quasi zu verändern. Das heißt, wenn der Ermittlungsbeamte in Deutschland ein Passwort eingeben müssen, um an die Daten zu kommen, dann ist das anfechtbar, weil die Daten sozusagen entschlüsselt werden und dann wieder verschlüsselt werden. Das heißt, es besteht keine Möglichkeit, die Validität der Daten zu überprüfen. Weil wie ist der Normalfall? Wenn jetzt ein Rechner oder ähnliches quasi zu Ermittlungen genutzt werden soll, dann gehen die Beamten hin, klonen die Festplatte und machen dann von dem Klon ihre forensische Arbeit. Ist der aber verschlüsselt, ist das, wie gesagt, fast unmöglich. Und um das zu verhindern, dass der Computer quasi in den Ruhezustand geht oder überhaupt runterfährt, haben die Beamten, wenn sie schlau sind, quasi so einen Jiggler dabei. Weil dann gehen die hin, greifen sich dem Computer noch im entsperrten und entschlüsselten Zustand, packen den Jiggler rein und sind dadurch in der Lage,
quasi die ganze Zeit den Betrieb des Computers sicherzustellen. Der fährt nicht von selber runter und man kann hier Daten nutzen, sichten, wie auch immer. Das heißt, wir haben also eine vielfältige Möglichkeit, diesen Jiggler zu nutzen. Den kann man jetzt ja auch noch programmieren. Und da gibt es, ich sag mal, in der Seite, wo die Programmierung hier möglich gemacht wird, da gibt es verschiedene Anwendungsbeispiele. Da wird aufgezeigt, wie die Maus dann selbstständig zeichnet oder ähnliches. Ist ja jedem seiner Fantasie überlassen, was man da so alles mitmachen kann. Also von daher interessant. Für Deutschland hauptsächlich, sage ich jetzt mal hier, interessant für die Leute, die im Homeoffice arbeiten und nicht quasi signalisieren wollen, dass sie nicht am Arbeitsplatz sind. Auch eine Methode, ob das jetzt die feine englische Art ist oder nicht, bleibt ja auch jedem selber überlassen. Von daher, ich fand es nur sehr interessant, weil es halt verschiedene Ansätze hat. Deswegen habe ich euch, oder wollte ich euch dieses kleine Tool mal vorstellen. Ihr findet natürlich eine Möglichkeit, den zu kaufen, in der Beschreibung von diesem Video. Da packe ich euch einen Link rein. Und dann könnt ihr euch das Ding mal angucken. Je nach Bauweise kostet der zwischen 15 und 60 Euro. Und das ist schon eine ganze Menge. Da müsst ihr überlegen, ob einem der Spaß wert ist. Eine Sache möchte ich euch noch mitgeben. Man könnte ja jetzt überlegen, weil es gibt nämlich hier Softwarelösungen für diesen Jiggler. Man könnte jetzt überlegen, dass man sagt, ich installiere einfach eine Software, die den gleichen Job sozusagen übernimmt. Das ist aber so, dass viele Rechner, die ja Firmenrechner meinetwegen sind, die dann für den Homeoffice genutzt werden, die sind Administrator geschützt. Und wenn ich dann eine neue Software installieren möchte, dann funktioniert das nicht. Hier wird nur eine Maus simuliert. Das heißt, habt ihr ja gemerkt, ich stecke die ein, wird nicht mal gefragt, sondern die Funktion ist sofort hergestellt. Von daher, dadurch, dass es nur eine Maus ist, die hier simuliert wird, wird auch nicht gefragt, ob irgendwas installiert werden darf. So, das heißt, das ist die einzige Möglichkeit für administratorgeschützte Computer, sozusagen diese Maus-Simulation zu machen. Software gibt es genug, auch kostenfreie Software. Aber die ist halt nicht möglich zu installieren. Ja, dann war es das schon mit dem Video. Sollte euch das Video gefallen haben, bitte Daumen hoch, wie immer. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr Nachrichten bekommt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!